Herzlich willkommen beim nächsten Video der Flott-Akademie. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Bohrer, aber auch Bohrfutter an Tisch- und Säulenbohrmaschinen wechseln kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir haben hier heute die SB30 NC Plus stehen. Das ist eine Maschine mit einer MK3-Aufnahme. Das bedeutet, wir haben hier eine Werkzeugaufnahme mit einem Morsekegel der Größe 3. In dieser Aufnahme können wir entweder ein Bohrfutter aufnehmen. Ein Bohrfutter spannt dann Bohrer mit einem zylindrischen Schaft. Wir können aber hier in der Morsekegelaufnahme auch direkt größere Bohrer mit einem Morsekegelschaft spannen. Und somit können wir dann auch größere Bohrungen direkt ohne Bohrfutter bohren. Wie man hier jetzt im ersten Schritt ein Bohrfutter platziert, zeige ich euch jetzt mal. Zu Beginn geht es darauf, erstmal zu achten, dass ihr die Maschine ausschaltet. Denn wenn ihr jetzt gleich das Bohrfutter montieren möchtet und die Maschine dann anlaufen würde, wäre das sehr gefährlich für eure Hände. Deswegen zu Beginn auf jeden Fall die Maschine ausschalten. Beginnen wir zuerst mit der Montage des Bohrfutters. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass hier der Morsekegel oder insbesondere die Oberfläche frei von Verunreinigungen ist und auch keine Macken hier großartig sind, denn über diese Fläche wird das Bohrfutter nachher in der Spindel gehalten. Für die Montage klappen wir zuerst einmal den Bohrschutz auf und nun können wir auch schon vorsichtig den Morsekegel in die Morsekegelaufnahme einsetzen. So, bis wir einmal kurz anschlagen und dann vorsichtig weiterdrehen und dann merkt man, jetzt kann man es wirklich montieren und dann mit einem Schlag einsetzen. Und nun ist das Bohrfutter auch schon montiert. Nach der Montage des Bohrfutters zeige ich euch nun, wie man normale Bohrer mit zylindrischem Schaft nun hier in den Bohrfutter einspannt. Letztendlich ist es total einfach. Wir müssen nur das Bohrfutter einmal aufdrehen, damit wir den Bohrer jetzt so einsetzen können und dann wieder vorsichtig zudrehen, darauf achten, dass der Bohrer wirklich gerade drin sitzt und jetzt hier oben mit einer Hand das Bohrfutter kontern und mit der anderen dann festdrehen. Und nun ist der Bohrer auch schon fest in dem Bohrfutter gespannt. Ausbauen ist natürlich genau das gleiche, nur entgegengesetzt, also aufschrauben und dann könnt ihr den Bohrer wieder entnehmen. Als nächstes zeige ich euch eben, wie man dieses Bohrfutter demontiert und anschließend dann einen Spiralbohrer hier montiert, der keinen zylindrischen Schaft wie dieser Bohrer hier hat, sondern halt einen Morsekegelschaft hat. Kommen wir nun zu der Demontage des Bohrfutters. Ich empfehle hier, ein Holz- oder Kunststoffbrett runterzulegen, denn somit schützen wir den Bohrmaschinentisch, den Schraubstock, aber auch insbesondere das Bohrfutter vor Beschädigung. Der nächste Schritt ist einmal hier die Pinole herabzusenken. Und jetzt überprüfen wir einmal die Stellung der Spindel. Wir drehen sie weiter und so lange, bis wir einmal komplett durch die Pinole durchschauen können, durch diesen Austreibschlitz hier. Denn dann können wir den halbautomatischen Austreiber oder den Austreibkeil hier platzieren und einmal komplett durchschieben. Und jetzt muss ich nur noch einmal hebeln, um das Bohrfutter zu lösen. So. Jetzt ist das Bohrfutter schon gelöst, liegt hier auf dem Holzbrett auf und kann anschließend entnommen werden. Kommen wir nun zu dem letzten Anwendungsfall. Das ist die Montage eines größeren Spiralbohrers, der keinen zylindrischen Schaft hat, sondern einen Morsekegel am Ende. Das heißt, wir können diesen Bohrer wirklich sofort in dieser Maschine hier, den MK3-Konus, montieren. Das ist letztendlich genauso wie beim Bohrfutter vorher auch, vorsichtig einführen, weiter drehen und dann kann man ihn einmal mit einem Ruck einsetzen. Hier kann man noch sagen, dass es natürlich Bohrer gibt mit verschiedenen Durchmesser, die dann auch verschiedene Morsekegelgrößen haben. Hier kann man dann aber ganz einfach Reduzierhülsen benutzen, damit man auch Bohrer, die zum Beispiel einen MK2-Konus haben, dann mit per Reduzierhülse hier in den MK3-Konus der Maschine einsetzen kann. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man hier Bohrfutter oder generell Bohrer in so einer Maschine montiert. Falls euch das Video gefallen hat, drückt gerne hier unten auf Gefällt mir. Und falls ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Also, bis zu den nächsten Videos. Euer Felix.